Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Hero Wars. Spiel ist schon gestartet, also bis gleich. Und da sind wir wieder. So, ich habe jetzt nur das Spiel gestartet. Ich habe noch nicht geschaut, ob das auch der richtige Account ist. Aber ich hoffe mal schon. Ansonsten muss ich gleich nochmal kurz richtigen Account laden. Ist der richtige. Gut. 26, Stefan Reddog. Und dann geht es los. Habe ich keinen Sound hier oder ist meine Box aus? Ah, Sound ist da. Gut. Okay, es geht los mit die Dailies. Tägliche Quest. Verbessere den Skill eines beliebigen Helden. Oh, meine Stimme verschwindet. Okay, den Skill verbessern. Ich probiere ja immer die schlechtesten aufzuwerten, deswegen gehe ich einmal hier auf meinen Charakteren, auf meine Helden. Und such mir den schlechtesten raus. Das wäre der. Ach, war sogar der gleiche. Skin. Und verbessern. Einmal oder dreimal war das? Ich glaube, einmal war das, ne? Ja, nur einmal. Beginne ein Expedition. Wir beginnen nicht nur eine. Ich hole erstmal die von letztem Mal ab. Boah, das war jetzt zu laut. So, wir starten erstmal die 6 Minuten Expedition. Na, die 8 Minuten. Starten. Auto. Starten. Einen kann ich noch machen. Und dann nehmen wir gleich mal die 6 Stunden Expedition. Gut. Und jetzt habe ich keine Helden mehr. Mit meinem damaligen Account war das kein Problem. Da hatte ich alle fertig machen können. Aber der ist ja weg. So, jetzt soll ich 4 machen. 2 sind im Gange. Jetzt muss ich erst mal warten, bis die wieder zurück sind. Verbessere einmal ein beliebiges Artefakt. Das ist das Schlechteste. Würde ich bei Ihnen auch verbessern. Zack, verbessern. Strecke Straßenräuber. Strecke die Straßenräuber nieder. Das sind hier die Straßenräuber. Kämpfen. Schaffe ich das mit meinem Schlechtesten? Damit ich die weiter aufleveln kann, oder muss ich die starke nehmen? Da wäre doch beinahe mein Trommelfeld geplatzt. Das war damals auch mit meinem anderen Account gewesen. Ich habe so sehr schnell eigentlich so 10 Charaktere gehabt. Und dann hatte ich eine sehr lange Durchstrecke, bis ich neue Charaktere bekommen habe. Und danach ging das ganz schnell. Also ich bin jetzt gerade wahrscheinlich bei der Durchstrecke, habe es allerdings schon länger nicht mehr gespielt. Weil ich mir ja damals gesagt habe, oh, mein alter Account, den ich abgespeichert hatte, ist weg. Wofür spiele ich das denn noch, ne? Und ich spiele das jetzt eigentlich immer nur, wenn ich die Daily habe. Sonst habe ich das damals noch mal so ein bisschen gespielt. Öfter eine Tour im Freudenland. Okay, machen wir das.
Was habe ich gesagt? Im Freudenland? Oder Fremdenland? Egal. Ja, der Kampf dauert ein bisschen. Sieht auch schlecht aus für mich eigentlich, ja, oder? Ziemlich gleich stark. Nee, ich verliere. Das werde ich verlieren. Danach kommt nochmal noch die Quest. Öffne 3 Truhen aus diesem Land. Aber wenn ich ja den hier nicht besiege, müsste ich den nochmal zweimal weiter besiegen und das schaffe ich nicht. Ja, ganz knapp nicht geschafft. So, dann muss der erstmal stärker werden. Werbung anschauen. Öffne den Turm, eine Truhe. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Automatiker. Oh, es werden alle überleben bei mir. Na, so gut. Alle überlebt. 5 Totenschädel gekriegt. Aus 2 Etagen muss ich hoch. 5 gekriegt, dann kann ich auch alle 3 benutzen. Fähigkeit, welche soll fast voll sein? Er hat fast kein Leben mehr. Machen wir den hier. Und weiter geht's. Danach kommt die Truhe. Kampf. Let's go. Tank ist down. Ach, bitte, mach doch noch einen down. Schade, schade, schade. Und jetzt geht's weiter mit meiner zweiten Gruppe. Mit den Stärkern. Weil die haben keinen Heiler. Also das wird ein bisschen schwieriger. Kein Heiler, kein Tank. Die hauen nur Schaden jetzt raus. Einer down. Zweite ist auch da. Okay, das habe ich gewonnen. Das habe ich gewonnen.
Dann öffnen wir mal die Truhe. Die goldene Mitte. Gut. Und dann sammeln wir mal ein. Sind wir bei? Das machen wir gleich noch. Das habe ich nicht geschafft. Fremdenland. Ich habe Freudenland, glaube ich, gesagt. Ne? Naja. Das ist Erfahrungstrank. Einmal kriegt der Schlechteste. Oh, jetzt ist sie die Schlechteste. Habe ich jetzt zwei gegeben oder ein? Na, nochmal. Ganzes Level. Zack. Öffne die Truhe. Oder eine Truhe. Super. Ausrüsten. Ja. Sind vorbei, machen wir gleich. Schaffe ich gerade noch nicht, aber vielleicht. Wenn ich die Energie fertig habe, dann schaue ich das bestimmt. Wie wir sehen, mache ich später. Einmal tauschen. Kostenlos mit Video anschauen. Was nicht sowieso immer einmal kostenlos. Ob ich jetzt einmal oder zehnmal mache. Wenn das billiger war, würde ich das machen. Aber das kostet ja genauso viel, als wenn ich das hier mal mache. Noch zweimal tauschen. Warum nur einmal so viel? Oh, doppelt so viel. Na gut. Sind vorbei, mache ich gleich. Schaffe ich gerade noch nicht. Mache ich später. Kämpfe dreimal in der Arena. So, Arena. Kraft 4000, 6000, 4200. Ich habe einen neuen Charakter. Juhu. Und da will ich jetzt natürlich die stärkste nehmen. Bei Arena. Ich nehme immer nur da die schwächsten, wo meine Leute sich aufleveln können. Und bei Arena kann man sich nicht aufleveln. Da schaut man ja nur, wie stark man ist. Oh, 4 gegen 4, 4 gegen 3. 4 gegen 2, 4 gegen 1. Gewonnen. Gewonnen, jawohl. 10.000, 6.000, 6.000. Ich muss den hier probieren. Ah, ich muss warten, 20 Sekunden. Schieße dreimal heroisch ab. Dann machen wir die erstmal. Heroisch. Hier habe ich nur zwei Sterne. Dann werden wir mal das ändern, dass ich da drei Sterne bekomme. Hier will ich wieder den schlechtesten nehmen, damit er es auflevelt. Ging das überhaupt bei den Spielen, dass der auflevelt? Ich glaube ja. Ich weiß es leider nicht mehr. Alle leben noch, das heißt drei Sterne bislang. Nein. Oh, zwei Sterne.
So ein Mist. Dann muss ich das nochmal machen. Und wir machen jetzt erstmal Arena-Kampf. Ah, hier wieder ein 4000er. Nehmen wir den doch. Ich bin 6000 stark. Mein Gegner 4000. Ja, der hat gelevelt. Gerade bei denen. Bei den Kampfgraden. Okay. 4 gegen 2, 4 gegen 1. Gewonnen. Wieder 20 Sekunden warten. Oh, 30 Sekunden sogar. Probieren wir nochmal die heroische Quest. Die heroische Quest. Die ist eine heroische, oder? Machen wir mal meine Leute ein bisschen stärker. Ein Heiler mit dazu gesetzt. Sieht schon mal gut aus. Die ersten zwei Wellen habe ich ja gerade auch schon super locker gemeistert. Deswegen mal gucken, wie es beim letzten aussieht. Ach, schon wieder einer down. Das kann doch nicht sein. Frosch im Hals. Na gut. Dann mal wieder den Arena-Kampf. War ja bestimmt länger wie 30 Sekunden. Nimm den hier, das ist der schwächste Angriff. Ja, und das haben wir auch gewonnen. Locker. 3 gegen 2. Drei gegen 1. Und gewonnen. Okay, Quest abholen. Sind vorbei. Müsste, glaube ich, auch schon fertig sein. Ja. Abholen. Dann schicken wir den jetzt los, 8 Minuten. Ich habe noch einen einzigen. Kann ich den einen auch alleine losschicken? Nein. Schade. Schade. Na, warte mal, ich muss da wieder zurück. So. Da. Tägliche Quest. Einmal so viel gedrückt. Sasasasa. Eine heroische Mission abschließen noch. Zwei habe ich schon fertig. Eine fehlt noch. Oh, und das ist die letzte. Für die letzte Puzzle-Quest hier. Schwächste raus. Den nächsten stärkeren rein. Einfach. Dann hoffe ich auch, dass das so einfach ist, dass ich auch 3 Sterne kriege.
Das wird auch schon ein bisschen schwer. Der eine hat nur noch ein halbes Leben, der hier. Das wird ganz schwer. Bam! Ah! Und schon wieder nicht. Aber wir haben die Quest fertig. Verbessere eine Heldenfähigkeit dreimal. Oh, zu weit, zu weit, zu weit. Da! Der Held ist der Schwächste, also die Fähigkeit kann ich noch einmal verbessern, weil er Level 2 ist. Okay, wenn wir mal ein bisschen aufleveln hier. Okay, perfekt. Jetzt hat er das gleiche Level wie die anderen, dreimal aufgelevelt. Quest fertig. Okay, ist vorbei. Kommt gleich dran, ne? Schaffe ich gerade noch nicht. Das ist Werbung. Das schließe Mission 10 mal ab. Ich probiere noch mal die eine. Ich muss da jetzt noch 10, 3 habe ich schon gemacht, also dreimal die hier. Noch 7 andere Missionen. Ah, ich darf nicht mehr. Na gut, dann machen wir es anders. Dann gehen wir jetzt auf die Helden. Ich nehme den schlechtesten Charakter und werde den jetzt einmal aufleveln. Ganz einfach, drück da drauf, suchen, da angreifen. Kurz warten und dann haben wir gewonnen. Hoffe ich. Da ist es, das Schulternstück, was ich gesucht habe. Ausrüsten. Jetzt kommt das Schild dran. Da ist das Schild, was wir brauchen. Ausrüsten. Jetzt noch die Armbrust. Da brauche ich hier einen Pfeil. Zack, zack. Easy going. Automatik anmachen. Ab wann kriegt man Schnellkampf? Achso, das war hier das Kaufen. Für 5 Euro kriegst du 10 Bonusschlüssel. Hast du 14 Tage. Für 14 Tage. Für 14 Tage. Dann den Schnellkampf frei.
Oh, warte mal, da ist hier. Ist doch viel besser. Dann kriege ich Pussy-Teile für den Charakter und dann wird er besser. Wenn ich genug habe. Nur angucken, fein so. Noch das Falsche. Ich brauche. Ja. Den Kirscher brauche ich. Wo ist denn der? Da, den brauche ich. Gut, nochmal. Nochmal. Da ist er. Ausrüsten. Befördern. Oh, schon das nächste. Einmal kurz gucken. Drei Truhen im fremden Land. Besiege alle Bosse im fremden Land. Das geht nicht. Obwohl, ich habe ja schon Level Up gehabt. Gleich mal ausprobieren. Den 100 Energie. Eine Truhe aus dem fremden Land holen wir noch gleich, hoffe ich. Werbung angucken, mal später alleine. Noch zweimal. Noch zweimal. Dann gehe ich wieder auf die Heldin rauf und schaue, welcher Held Hilfe braucht. Immer noch der. Fangen wir mit der Schulterplatte an. Da wohl. Da wohl. Da wohl. Ja. Wann gewinne ich eigentlich wieder bei Blue Stack? Schon seit über einem halben Jahr nicht mehr gewonnen. Das letzte Mal war im Februar oder im März gewesen. Und jetzt ist schon November. Ausrüsten. Ah, das sind zwei Runden. Ich habe auch nur noch eine Runde. Oh, hier, schön, aus dem Posten. Ja, nimm mal aus dem Posten. Zack, zack. Ziegelzacke. Da ist der Außenposten. Jawohl. Drei Sterne. Drei Sterne. Drei Sterne. Drei Sterne. Ja, nein, zwei Sterne. Ah, in der letzten Sekunde haben sie noch meinen einen zerstört. Okay, das waren jetzt alle Queste. Erstmal, kommen noch welche. Das war der Außenposten hier oben übrigens. Oh, die 100 habe ich auch voll. Ja, ob ich Zorn auch weitermachen möchte, keine Ahnung. Nur mal gucken.
Jetzt kommen die Quests dran, wo ich erstmal nicht weiterkam. Da werde ich jetzt hier die anderen erstmal aufbessern. Okay. Das war alles. Und jetzt schauen wir die anderen Quests an. Truhe aus dem fremden Land. Jetzt musst du doch gewinnen. Und alle Bosse besiegen. Also ich muss sowieso die anderen beiden nochmal kämpfen. Gegen die anderen beiden kämpfen. Aber wenn ich mit denen hier nicht gewinne, brauche ich die anderen ja auch nicht anzugreifen. Also er hatte gerade ein Level-Up gehabt, mein Charakter. Vielleicht schafft das ja jetzt, ne? Sieht immer noch ganz knapp aus. Sieht richtig knapp aus. Aber diesmal könnt ihr es schaffen, oder? Ach, ich weiß nicht. Das ist so eine knappe Sache. Nee, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Ein Schlag noch. Held verbessern. Dann machen wir das mal kurz. Level 3, ist alles okay. Ja. Alles nur für die eine Quest. Danach ist er blau, glaube ich, ne? Jetzt hat er den Kranz. Nach dem Kranz kommt, soweit ich weiß, blau. Ausrüsten der Axt. Da brauche ich das Schwert. Oh, er ist schon viel stärker geworden. Nur ein Teil angelegt. Boah. Was das ausmacht. Komm schon. Die dritte Welle. Das war jetzt wieder der Außenposten. Na, wieder nicht geschafft, den Außenposten mit 3 Sternen. Oh. Sogar verloren diesmal. Das ist ja mal heftig. Obwohl meine Leute stärker geworden sind. Trotzdem verloren. Ich probiere aber jetzt mal den Boss hier wieder. Ich habe nur den einen Tank. Nur Tanks können ihn angreifen. Sancha, der Einarmige. Einarmige. Ein Escherer. Ach, was ist nur los mit mir heute? Ah doch, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus für mich. Ja, und ganz so gut vielleicht doch nicht. Ich werde es gewinnen, aber
glaube knapp. Bei ihm bin ich bei der Hälfte und er ist, glaube ich, jetzt erst bei der Hälfte bei mir. Ja. Komm schon, das schaffst du, Kleiner. Oh, ich glaube, er hat aufgeholt oder Gleichstand mit Lebensenergie. Schlag und noch ein Schlag. Jawohl, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Oh. Der wollte gerade zuschlagen. Das gibt's ja nicht. Kostenlos öffnen. Perfekt. Noch einmal? Nee, danke, brauche ich nicht. Und jetzt soll ich ja noch die anderen beiden besiegen, das erste Mal. Hier können nur DDs rein. Und beim anderen waren es, glaube ich, Heiler. Oder alle. Ach, hier waren Leute mit Flächenschaden, genau. Oh oh. Oh oh. Sieht schlecht aus. Nee, ich schaffe ihn nicht mehr. Das sind zu viele Spinnen. Zack, down. Gewinne ich gegen den anderen? Wichtig bei denen ist, der muss immer gestunt werden. Und das kann am besten der hier. Also, der kann am besten stunnen. Sonst habe ich, glaube ich, noch gar keinen Stun. Weil wenn er gleich gestunt ist, kriegt er mehr Schaden. Oh, ich habe Auto nicht angemacht. Da, gestunt. Jetzt hauen alle ihren Schaden rein und der kriegt jetzt viel mehr Schaden. Noch 40 Sekunden. Ah doch, das schaffe ich. Das schaffe ich. Bloß nochmal stunnen und dann ist er down. Kostenlos öffnen. Dankeschön. Gut. Mir fehlt noch der hier. Aber dafür bin ich noch so schwach. Auf der Brust. Dann habe ich die beiden Queste fertig. Schaue ich nochmal hier nach. Abgeschlossen. Fertig. Super. 35 Minuten. Kriege ich die jetzt? Oder? Ne, erst ab Level 30. War ich 29 gewesen, oder? Hm, ärgerlich.
29. Ah. Dann sammle ich nochmal schnell meine Geschenke ein. Beanspruchen, 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 beanspruchen. Noch welche Geschenke? Nein. Beim Inventar habe ich auch noch. Ach, die Truhen. Quest habe ich auch noch so fertig. Psa. Okay, die Queste sind auch alle abgegeben. Dann habe ich hier noch eine Post als Einsammeln. Dankeschön, Dankeschön. Noch mehr. Die muss man extra abholen. Okay. Hier habe ich noch Geschenke. Erster Tag in diesem Monat. Und das war's. Habe ich noch wo Geschenke? Ein Luftschiff. Ja, der Schlüssel. Danke für den Schlüssel. Noch wo Geschenke? Luftschiff immer noch. Ach, da meint die Truhe hier. Ich habe Schlüssel, deswegen kann ich aufschließen. Ein Schlüssel einmal öffnen. Wird er bestimmt immer noch Geschenke anzeigen? Wegen der Truhe halt. Ja. Dann machen wir die auch noch auf. Gut, das war's jetzt aber. Das waren alle Geschenke. Geschenk weg. Bei den Schlüsseln kannst du für die Truhe benutzen, deswegen sagt er immer Geschenk dann. Gut. Hier kann ich noch Diamant abholen. Ah ne. Doch nicht. Gab es hier nicht irgendwo was immer umsonst zum Abholen? Vertue mich wahrscheinlich mit dem anderen Spiel. Held nochmal gucken. Der hat ihn ja besiegt. Warte mal, ich muss jetzt den verbessern noch. Zwei Queste noch. Zwei Queste. Wie spät ist es? Vielleicht schon halb 10. 9 Minuten habe ich noch. Schaffe ich es oder nicht? Dann kann ich die Videos, muss ich nachher anschauen. Und heute mein letzter Urlaubstag. Morgen wieder arbeiten. Ich brauchte die Würfel. Genau. Nochmal durchlaufen. Ah, ich hätte den einwechseln können.
Da sind sie endlich. Ausrüsten. Nächster Teil. Der Hammer. Da brauchen wir ein Schild für. Schild. Nehmen wir natürlich den heroischen Kampf. Gibt mehr EPs, kostet zwar mehr Energie. Aber gibt mehr EPs. Ah, ganz leichter Kampf. Da ist das Schild. Okay. Erstellen, ausrüsten und hier brauchen wir einen Pfeil. Schnell Pfeil holen. Go, go, go. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich möchte nur noch die zwei Queste fertig haben. Das wird schon wieder so ein ganz langes Video. Eigentlich probiere ich ja mal die Videos so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zu machen. Ja, dann setze ich mich immer hier so ran, spiele die Dailies und dann sage ich, ach, die Daily noch machen, die Daily noch machen und dann dauert es meistens so eine Stunde. Nur für die Dailies. Aber bei den meisten Spielen ist ja auch, wenn du die Dailies fertig hast, kannst du sowieso nichts mehr machen. Oder nicht mehr viel. War der Pfeil jetzt dabei? Nein. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Pfeil. Komm schon. Die letzte Welle. Ich hoffe, der Pfeil ist dabei. Ach, schon wieder nicht. Starten. Ist aber ganz schön stark geworden, gerade der eine. Zwei Heiler, 3 DDs. Passt schon. Problem ist nur, der eine Heiler sitzt vorne. Okay, der Heiler hat sich wieder in eine Blume verwandelt. Da bleibt er noch stehen, das ist das Gute. Dann gehen die anderen Frauen und kriegen den Schaden ab. Da ist der Pfeil. Endlich. Endlich haben wir den Pfeil. Erstellen, ausrüsten. Jetzt brauchen wir noch das Schwert. Schwächsten Leute sind noch an Bord. Und für den einen Kampf brauche ich ihn hier. Oder die Geist, der Geist. Die eine mit dem Bogen, die nicht dabei ist. Und die mit dem Gewehr, Pappgun, wie auch immer.
Blume wird da sofort kaputt geschossen. Zwei Sterne, egal. Ich brauche nur die Materialien gerade. Genau, das Schwert, da ist es. Ausrüsten, befördern. Ausrüsten, ausrüsten. Kann ich noch was ausrüsten hier? Nee. Die stärkste und die Fuchs und Artemis. Die beiden sind auch noch im Kampf. Gegen den einen Feind. Fremden Land. Was habe ich denn hier schon wieder? Beanspruchen. Okay. Hier auch noch eine Quest fertig. Oder zwei. Anfordern. Okay. Okay. Und der Kampf in fremdem Land. Komm schon, jetzt müsst ihr es aber schaffen. Nach dem Kampf muss ich aufhören. Könnte das schaffen, ja, doch. Ich glaube, das sieht gut aus. Ja. Down. Los, komm schon. Down. Down, 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 down. Jawohl. Öffne Truhe. Alles noch geschafft, was ich schaffen wollte. Naja, bis auf die Videos. Aber die wollte ich sowieso nachher alleine machen. Gut. Truhe habe ich doch gerade geöffnet. Ja. Quest fertig, Quest fertig. Weiß ich nicht. Jetzt dann noch die Quest. Das fremde Land nochmal viermal zu besiegen, damit ich die vier Truhen kriege, würde ich aber nicht machen, das rate ich euch nicht, die Quest, weil dann wirst du das vielleicht zwei, dreimal machen und dann kommst du die nächsten paar Male nicht mehr weiter und kannst insgesamt drei Queste nicht machen. Deswegen die mit den sieben Truhen lieber nicht machen. Energie kannst du mal verbraten, um deine Leute aufzubessern, klar, ist gut und die kann man ja dann selber machen, ich mache es jetzt nicht wegen der Aufnahme. Ansonsten alles geschafft. Hier nochmal die Geschenke abholen, obwohl es jetzt so halb ist. Jetzt wollte ich auflegen. Aber es geht ja noch schnell, es ist ja nur ein paar Sekunden. Gut. Dann schließe ich, beende ich das Video und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal dabei seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.